Hallo ihr Lieben, willkommen bei meinem Siedlen 7. Wir sind dabei schon zu handeln, zu hausieren, zu betteln. Und da seht ihr schon, zack, da läuft schon einer hin. Der holt uns Stein, der Gute. Drei Steine reparieren. Ich fürchte, er wird bald zurückschlagen. Repariert die Palisade in eurem neu eingenommenen Sektor. Reparieren. Kosten 8 Holz, Alte. Später solltet ihr sie zu einem Steinwall ausbauen. Ausbauen. Gerne, nur Baumeister. Wenn der Steinwall frühzeitig errichtet ist, wird Raspun keinerlei Chance gegen euch haben. Seid ihr zu langsam, wird er euch bezwingen. Jetzt kann ich die Wohnung ausbauen. Ist verloren. Unten haben wir jetzt Bauherr, das noch nicht freigeschalten, aber haben wir Prestigepunkte. Hier, dieses Gebäude ist wichtig für die Entwicklung eines Königreichs. Yay. Da haben wir es. Da oben kommt es hin. Weg dahin. Leicht am Hang. Die Leute kennen sich ja aus. Die wissen ja, wo es lang geht. Die wollen ja jetzt hier nicht rumheulen. Dann werten wir es auf, wenn er dann schon rüberschießen könnte. Das ist natürlich auch die geilste Sache. Technologiebaum gibt es eh nichts. Also was brauche ich jetzt? Die Kirche. Bin ich jetzt gerade mal völlig drastisch und gemein. Ist natürlich keine Tiere mehr. Da auch nicht. Liegt alles brach. Ich könnte schon bald eine Schafszucht hinhämmern. Theoretisch. Bin mir aber immer noch unsicher. Hier ist auch genug Platz, eigentlich. Es war ja mal alles Wiese. Das sollte auch wieder Wiese werden. Ich bin gespannt, ob sich das ein bisschen zurückentwickelt, wenn er jetzt auch weg ist. Ah ja, hier guck, im Gebäude ist gleich die Wiese rein. Ich lasse mich überraschen, ob es wieder kommt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde auf dem normalen Spieltempo spielen, hier so. Nee, Gott sei Dank schon auf dem schnellsten. Auf dem schnellsten. Ich hab richtig gehört, das ist der schnellste. Auch wenn das nicht danach aussieht. Zeit. Nächsten Angriff abzuwehren. Oh, what? Ja, reparieren. Gogo, hier, baut, Alter. Hallo. Der Angriff ist ein paar Sekunden. Scheiße. Hier, bauen, hallo. Reparaturen abbrechen. Nein, bauen. Alter, bringt doch mal einer Stein hin oder Holz. Das ist doch, da oben ist ein Lagerhaus, das ist ein verficktes Lagerhaus, da ist alles drin. Stein, Holz, bringt's hin und baut den Mist. Das glaube ich ja wohl nicht. Ja, das schaffe ich doch gar nicht mehr. 3 Minuten und dann noch reparieren. Oh, jetzt. Leben am Limit. So, hier, go, dann repariert den Scheiß, Alter. Wartet auf Werkzeuge der Heimat entgegen. Reparieren mache ich jetzt nicht, sonst ist die Scheiße wieder im Arsch hier. Sonst wird das nix. So, Gebäude kann ich auch aufwerten, habe ich gesehen. Die normalen Gebäude hier. Nicht freigeschaltet in Prestigebelohnung. Baut das Wohnhaus auf, um den Wohnraum um 4 zu erhöhen. Das ist endlich. Um 5 zu erhöhen. So braucht man nicht mehr so viele Hütten. Das gefällt mir. So, reparieren sie. Junge? Warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an. Der hat sogar ein Auto. Wo geht denn der jetzt hin? Ach, er holt sich jetzt an. Er holt sich jetzt Stein und geht. Er holt sich jetzt Holz. Nein, er holt sich echt Holz. Yay! Hä? Wieso bringt er die da hin? Was? In Reparatur. Ach, jetzt gibt er Gas. So, eine Minute habe ich ja noch. Ach, jetzt hämmert er da oben? Ganz ehrlich, das wird so höllisch knapp. Guckt euch das mal an.
Vier Pikiniere. Perfekt. Diese Palisade wird euch hoffentlich vor Raspuns ersten Attacken schützen. Turm, kein Schaden? Achso, weil er keinen Schaden hat, ja. Um eure Befestigung zu einem Steinwall auszubauen, benötigt ihr viele Steine. Oh, Prestige-Bonus. Brauche ich auch erst wieder was? Gesperrt, 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 gesperrt. Gesperrt. Ist alles gesperrt. Wie soll ich denn das tun? Was nun? Was soll ich tun? Baut die Hütte aus, um einen weiteren Handwerker zu beschäftigen. Brauche ich nicht. Der Drachenorden wird triumphieren. 7 Einheiten kommen da. Okay, was kommt da an? Ach, nur Nahkämpfer. Nee, doch, da sind noch 2 Musketiere. Oder 3, da 4 dazwischen. Na? Bereich gesperrt. Achso, jetzt greift er den Bereich an. Ich wollte den anderen Typen hier angreifen. Ach nee, ja, gut. Ich wollte hier nur verteidigen. Genau, haben wir die Milize weg. Aber die machen gar nicht mehr so wenig Schaden, wenn ich jetzt so sehe. Aber wie kann ich die Befestigung... Tiffe Prestige-Belohnung, die finde ich Prestige-Belohnung. Na okay, dann bauen wir jetzt mal Prestige-Gebäude. Das hat er jetzt davon. Ah, hier, Wohnausbau. Nee. Hä? Ein wichtiges Bauen noch zu sparen. Nein, ich möchte doch viel mehr. So. Stufe 5, habe ich jetzt was bekommen? Nee, außer ihn. Ach, und dann Befestigungsbau. Ah, jetzt habe ich es verbessert erst. Jetzt, okay, jetzt wird erstmal repariert, das ist Chlor. Und dann zu Stein ausgebaut. Ah, ja, ja, ihr Siedler. Ich lerne dazu. Im Nu. Oder auch nicht. Upsa. Ausbau nicht verfügbar? Was? Ach, weil er mal noch reparieren muss. Ja, dann repariere. Macht er jetzt. Sehr schön. So, jetzt ausbauen. Bäm. Ausbauen. Bitte schnell, bitte schnell, bitte schnell. Hol, hol, hol. Stein ist da, Stein ist da. Stein ist da. Das klingt wie Stanislav. Stanislav. So, oder Stein ist weg, weg, weg. Ich weiß, dass ihr arbeitslos seid. Ich weiß, dass du auch arbeitslos bist. Tut mir leid. Du ja auch. Was haben wir denn? Ich muss den noch angreifen. Ich glaube, es geht jetzt erstmal hier rein, nur um Verbesserungen. Ja, jetzt kommt Stein. Da. Zack. Puh. Euer Steinwall wurde genau im rechten Moment fertiggestellt. Rapsun ist aus Tandrien geflohen. Ah, wie erwartet, plant Raspun eine weitere schwere Attacke gegen euer Königreich. Doch euer Steinwall wird jeglichem Angriff trotzen. Lehnt euch zurück und genießt, wie seine Soldaten an euren Mauern zerschmettern. Da bin ich ja mal gespannt. Was können die denn ab? Wie amüsant! Raspuns Einheiten erleiden starke Verluste. Ihr seid verflucht, Prinzessin. Ihr kämpft für die falsche Seite. Geht 2 Schüsse für einen. Mhm. Der Herr sei gepriesen. Milady, ihr habt Raspun besiegt. Wie denn? Das ist doch Quatsch. Ich habe doch gerade mal das Ding eingenommen und mich verteidigt. Beeindruckend, Prinzessin. Ihr habt mich geschlagen, als hättet ihr jeden... Warum habe ich das nicht erkämpft? Warum? Ich hatte Glück. Das ist alles. Ich glaube nicht an sowas wie Glück oder Zufall. Eher daran, dass euch jemand zur Seite stand, der mich kennt. Wir haben keine gemeinsamen Freunde. Vielleicht war es kein Freund, sondern ein Feind. Ein Feind? Kennt ihr eure Feinde denn wirklich so genau?
Bedauerlicherweise ja. Ja. Standbildschirm, wollte ich schon sagen. Ihr geht als Sieger aus dieser Partie hervor. Kampagne fortsetzen. Ich würde gerne eigentlich sogar immer zurück, um zu sehen. Ach, kann ich gerade nicht. Ich wollte ja mal sehen, wie das denn jetzt mit dem Gold ist, dass wir das uns mal ansehen können, was wir davon kaufen. Ich würde sagen, wir machen hier einfach jetzt schon mal ausnahmsweise wirklich sehr, sehr kurz Stopp. Wir haben es beendet. Lieber einmal neu anfangen und dann auch wirklich anfangen. Und das machen wir in der nächsten Runde. Vielen Dank. Sag ich mal wieder bei euch. Und bis dann.